Es war eine unglaublich stressige Zeit, aber auch unglaublich schön, voller Emotionen. Ich würde es jederzeit wieder tun. Also die Anna Sophia war schon vor mir Botschafterin für die NRK Nordostdeutschland. Und ich traf dann Ole, den Botschafter für Westdeutschland. Und der meinte, dass ich eigentlich echt gut für die Aufgabe geeignet wäre und ob ich nicht Lust dazu hätte. Ja, ich bin im April 2018, da habe ich noch in Flensburg gewohnt, in Norddeutschland, einen Anruf bekommen von Frank Schulz. Frank hat damals und auch jetzt noch den IoT 2019 mit vorbereitet und die ganze Kommunikation gemacht. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich einzubringen im Team von mehreren Botschaftern, in den Bezirken quasi rumzureisen und Werbung zu machen, die Jugendlichen vorzubereiten. Und das fiel mir überhaupt nicht schwer. Ich bin da wirklich gerne am Reisen, knüpfe gerne Kontakte und habe dann wirklich sofort Ja gesagt. Und wenige Wochen später stand ich da schon in der ersten Gemeinde und habe mich für den IoTT 2019 eingebracht. Da wir fast jedes Wochenende unterwegs waren, ist es echt schwierig zu kalkulieren. Wir haben zusammen eine Karte erstellt, wo wir überall waren und die könnt ihr gerne einsehen. Es war echt schön, meistens gemeinsam, aber manchmal auch allein unterwegs zu sein und dadurch so unterschiedliche Jugendliche kennenzulernen. Das hat echt auch einen Glauben bereichert. Und neue Kirchen kennenzulernen, also es war echt toll. Ja, vom IoT fehlt mir einfach meistens dieses großartige Gemeinschaftsgefühl. Wir waren ja über 30.000 Jugendliche und das hatte so einen Riesenflair, eine Riesengemeinschaft war das. Man konnte so viele verschiedene Kontakte knüpfen und es tut einfach hinterher so ein bisschen weh, dass man einfach weiß, man hat jetzt einfach über mehrere Jahre wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeit, so einen großen Jugendtag zu erleben, so viel Gemeinschaft zu erleben, so viele Kontakte zu knüpfen. Und das vermisse ich einfach. Ich denke, ich habe durch den Jugendtag und durch die Botschafterarbeit einen noch engeren Kontakt zu dem lieben Gott geknüpft. Mir war mein Glaube einfach ab dem Zeitpunkt wichtiger. Ich habe es so genossen, mit anderen Jugendlichen während des Jugendtages und während der Vorbereitungszeit den Glauben teilen zu können, wirklich den Glauben auch feiern zu können. Da hat mich auch die Lucy sehr inspiriert. Sie hat mir eigentlich beigebracht, den Glauben so richtig zu feiern. Also ich wurde schon dadurch geprägt, habe mich auch durch die Botschafterzeit versucht, mehr in der Gemeinde einzubringen. Und mir wurde auch die Fürsorge für andere Geschwister, gerade auch mit Behinderung oder Einschränkungen, viel, viel wichtiger. Zum Beispiel, wo ich zu der letzten Chorprobe hingefahren bin, in die Nähe von Stuttgart. Einfach mal mit Siggi Henger, Gerrit Junge und ungefähr 1000 Jugendlichen gemeinschaftlich zu singen. Mir hat aber auch die Generalprobe der Schauspieler gefallen, wo ich mit Erinnerungen sammeln und teilen durfte. Das war auch unglaublich emotional, wie hart die Jugendlichen auch wirklich für den IoT gekämpft und gearbeitet haben. Ja, die Kirche ist einfach noch viel offener geworden. Zum ersten Ansatz war das ja schon beim IoT 2009 erkennbar, wo wir einfach mit verschiedenen Gemeinschaften zusammen waren. Und jetzt war es einfach noch viel mehr. Mehrere Gebietskirchen waren zusammen. Es ist ja auch durch die sozialen Medien alles noch viel enger geworden. Und da denke ich einfach, dass die Kirche viel, viel aufgeschlossener geworden ist. Also durch den IoT durfte ich erstmal feststellen, wie sehr wirklich die Kirche es geschafft hat, mich und Tausende von anderen Jugendlichen, ich hoffe, dass ich sagen kann, 30.000 Jugendliche, zu inspirieren, zu begeistern. Also ich hätte nie erwartet, dass unsere Kirche schafft, so einen geilen Jugendtag zu machen. Das war wirklich Hammer. Mein Glaube hat sich in dem Sinne nochmal gestärkt, weil ich gemerkt habe, ich bin mit 40.000 Gleichgesinnten zusammen, alle haben das gleiche Ziel, den gleichen Glauben. Und ich war ja auch in einigen anderen Ländern noch von Vorbereitung auf den IoT und habe da auch einfach so den gleichen Spirit gemerkt und gefühlt. Und das hat mich einfach nochmal unglaublich
geprägt und meinen Glauben gestärkt. Ich habe dadurch eine engere Verbindung zum lieben Gott. Während des IOTs fand ich es unglaublich spannend, mit Thilo Wolf, den Sänger der Band Lacrimosa, ein Interview machen zu dürfen. Er ist eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Aber ich fand es auch schön, gemeinsam mit 30.000 Jugendlichen den Gottesdienst zu erleben, Majesty zu singen, aber auch die Samstagsabendveranstaltung von Hearsay Everywhere, wo die ganzen Kontinente dargestellt wurden. Es war eine unglaublich stressige Zeit, aber auch unglaublich schön voller Emotionen. Ich würde es jederzeit wieder tun. Unsere Kirche hat es geschafft, durch die Mitarbeit von so vielen Menschen ein Hammer-Event zu machen. Und ich wünsche mir, dass das Licht in jedem Einzelnen noch weiter brennt für den IOT und dass wir uns immer daran erinnern mögen und dass jeder das Gefühl hat, Gott ist da, Gott ist unbegreiflich nah und wir können ihm alles anvertrauen. Gott sagt uns täglich, hier bin ich. Man kann so viel zusammen auf die Beine stellen, wenn ihr über die Bezirksgrenze mal hinausgeht, hinausdenkt. Seid mutig, bringt euch ein und knüpft Kontakte. Hammer Segen, Hammer Wetter, Hammer Leute. Hammer Vorbereitung. Es war einfach krass, richtig krass. Please enjoy the atmosphere here in the stadium as we wait. Also, ich habe ganz viele Details von Menschen auf Snapchat oder Instagram oder sonst wo, die ich eigentlich fast gar nicht kenne. Ich habe die vielleicht einmal auf einer Party gesehen und habe dann die Details von denen bekommen, aber seitdem haben wir uns nie gesehen oder fast nie gesprochen. Wie wäre es denn, wenn wir alle ein paar Menschen oder vielleicht nur eine Person, die wir halt ja das Gleiche haben, den mal anschreiben würden? Wie geht's denen denn? Hatten die einen schönen Tag heute? Was machen die denn? Vielleicht haben die auch irgendwelche lustige Ideen, was man halt in dieser Zeit machen kann. Vielleicht geht es denen nicht so gut und die würden sich freuen, wenn jemand an sie gedacht hat. Ja, das wäre so meine Idee. Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Andacht und eine gute Woche noch und bis irgendwann wir uns wiedersehen. Tschüss!